Willkommen im exotischen Sepang. Hier findet gleich der nächste Lauf der Moto3-Klasse statt. Es herrschen gute Wetterbedingungen und perfekte Renntemperaturen. Wir sind also gespannt, welche Fahrer mit harten und welche mit weichen Reifen antreten werden. Nur noch ein paar Minuten bis zum Start der Moto3-Klasse. Wir warten hier in der Startaufstellung darauf, dass die Fahrer grünes Licht für die Warm-up-Runde bekommen. Kurs von Sepang ist die Heimstätte des aktuellen Grand Prix von Malaysia. Nur noch ein kurzer Moment und dann geht der Kampf los, hier auf der Strecke.
zwar bitter, dass daraus kein Sieg wurde, der zweite Platz bringt ihm aber 20 wertvolle Punkte. So ist er für die kommenden Rennen immer noch in Schlagdistanz.